klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Ein waschechter Pharisäer, der ist gebunden von seinem Eigensinn, der Eifer um sein Ego. Der verzehrt ihn, der spannt ihn ein und er kann aus diesem Band nicht herauskommen, weil er verstockt ist. Er müsste vom Pferd runtergeholt werden, von seinem Hochmut, wie ein Paulus, der ja auch Pharisäer war, von einem Blitzerscheinung Gottes niedergeschlagen wurde. In seine Existenz hinein müsste er erschüttert werden. Doch was macht er? Er behauptet doch tatsächlich felsenfest, wir haben einen Vater, Gott. Und Jesus konfrontiert sie. Der Teufel ist euch zum Vater, weil ihr lügt mit dieser Behauptung. Gerade damit lügt ihr. Und dann, was sind die Grundzüge? Wisst ihr, da muss ich immer wieder an diese Logik denken, ein Arzt erkennt eine Krankheit an Symptomen. Und dann kann ich mich abfragen, sehe ich irgend Symptome des Pharisäers bei mir selbst? Dann heißt es, geh zum Arzt, pass auf, Heilung tut dir Not, du musst irgendwo freikommen von dir selber. Heißt es damit nicht, wenn du jetzt Fieber hast, okay, das sei ein Beweis, es ist eine Entzündung in deinem Körper. Aber dann heißt es nicht, du musst daran sterben. Ja, wenn du das Fieber nicht behandelst, wenn du nichts dagegen anwendest, dann wird es und kann es sehr schnell zum Tode führen, wenn die Entzündung nur noch mehr nimmt und das Fieber, das zieht dir die letzte Kraft aus deinem Leibe. Somit gilt es, beim Anfangsstadium, wo es irgend erkennbar ist, sofort den Doktor Jesus Christus anzurufen, Herr, rette mich von meinem eigenen Irrtum, sodass Jesus nicht zu mir sagen müsste, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Das war der Grundtenor. Ego-Liebe und keine Gottesliebe. Und dann sind so diese typischen Symptome. Da weiß ich schon von ferner, da ist ein Pharisäergeist. Da brauchst du mir gar nichts erzählen. Erstens, sie machen alle ihre Werke, aber tun sie, um von den Leuten gesehen zu werden. Und wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet und die Ehre des alleinigen Gottes suchet ihr nicht? Das ist ein Grundsymptom aller Pharisäer. Sie suchen ihre Anerkennung, ihre Positionierung, ihre Stellung im mitmenschlichen Bereich, im natürlichen Bereich. Da müssen sie glänzen. Da muss jeder wissen, du, ich habe so und so lange gefastet. Du, ich habe gebetet und ich habe fromme Werke vollbracht. Und das alles wird aufgebauscht und das alles wird dargestellt. Und das muss unbedingt ein Echo in der sichtbaren Welt herauslocken, was mir zeigt, da ist Fäulnis, da ist Fieber, da ist Krankheit, da ist das Übel, da ist der Anfang vom Ende. Die Vernichtung geschieht dort. Nicht der Segen, nicht der eifrige Christ, der sich zeigt. Nein, es ist der kleine Pharisäer, der anfängt aufzuwachsen. Und er muss immer belehrend sein. Er muss immer Maßstäbe haben, mit denen er andere hart und sich selbst gar nicht beurteilt. Das ist so enorm. Da ist dieser König David in seinem sündhaften, ehebrecherischen Mörderzustand, wo er Uriah hat umbringen lassen. Und was urteilt er? Einen kleinen Schafdiebstahl, der von Nathan ihm als Geschichte vorgehalten wird, nur um zu zeigen, wie bist du positioniert? Wie stehst du da? Und der König David vermag einen Schafdiebstahl, einen Lämmerdiebstahl,
des Todes würdig zu erklären, abzuurteilen, abzukanzeln. Ja, so eine Gemeinheit gehört sofort gestraft. Und er selber hat den allergrößten Dreck am Stecken. Ja, wie kann das sein? Wie kann das angehen? Das ist typisch für einen Pharisäer. Sich selbst nicht vor Gott widerspiegelnd, sondern immer nur vor den Menschen ein falsches Bild darstellen. Und das sind so die typischen Erkennungsmerkmale. Und dann ist es interessant, immer und immer wieder, ein Pharisäer missbraucht das Gesetz. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Genau das ist die Problematik jedes natürlich naturverquickten, menschlich eingebundenen Pharisäers. Er bleibt im toten Buchstaben hängen. Wie kann das sein? Man muss doch denken, das Gesetz ist ein hochheiliges Gesetz von Gott gegeben. Das kann doch nur Leben transportieren und volles Genüge. Aber nein, in den Händen eines Pharisäers wird dieses hochheilige Gesetz todbringend, weil er selbst damit sich brüsten will und es falsch hantiert, muss er fallen. Er muss in seinem eigenen Netz zugrunde gehen. Ja, aber was fehlt ihm denn so grundlegend bei dem Verständnis des Gesetzes? Die Handhabung, die einer erfährt, der in sich gestorben ist, der naht sich der Gottessache von einer ganz anderen Seite, nämlich von der Seite des Wesens des Geistes. So funktioniert das nicht, wie ich menschlich gedacht habe. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib Christi, auf das wir einem anderen angehören, nämlich dem, der von den Toten auferstanden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Dann ist die Frage, und das sehe ich immer wieder deutlich, ein Pharisäer bleibt der Ungetötete, der nicht gebrochene Mensch, der Starke, der Stolze, der Fähige, der Tüchtige, der alles vermag, der alles in seinen Taschen hat, der alles aus seinen Taschen heraus bezahlen will. Und so verdirbt er die Wahrheit des Evangeliums, wo ich nur in meinem eigenen Zerbruch dahinter komme. Es ist nur Jesus und Jesus allein, der in mir dieses hochheilige, göttliche Anforderungsgesetz erfüllen wird. Aus Liebe, aus Gnade, aus seinem Vermögen. Denn wir sind nicht aus uns selber tüchtig, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern, und hier ist der Kern getroffen, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe allein tötet nicht, aber der Buchstabe im Fleisch angewandt, der ist todbringend, weil das Gesetz wurde nicht gegeben den Menschen, um sie zu erlösen, um ihnen die Befreiung zu bringen. Es wurde ihnen gegeben als ein Indikator. Seht euch an meinen hochheiligen Anforderungen an, dass ihr Unfähige seid, dass ihr völlig hilflos seid, dass ihr eine größere Kraft und eine mächtige, in euch wohnende Gottesliebe nötig hättet, um das zu erfüllen. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, tut, was die Pharisäer euch halt sagen. All ihre Gesetze vollbringt es, aber nicht durch eure Tüchtigkeit, durch euer Vermögen, wo ihr euch nur selber anlügt, wo ihr nur zum Schein lange Gebete macht, wo ihr nur hinsteht an den Ecken mit den tollen Darstellungen eurer selbst
und wo ihr den Kern der Sache, die Gnade, die Barmherzigkeit und die Vergebung Christi außer Acht lasst. Sie bedienen, meinen es gut in ihrer Menschlichkeit, einem Buchstaben zu dienen, der in Wahrheit tödlich in ihren Händen ist. Das ist wie wenn du einem kleinen Baby eine Rasierklinge mit ins Bettchen gibst, damit es damit spielen könnte. Es zerschneidet sich, es wird nicht begreifen, was es tut. Aber hier der Pharisäer, er ist auch so in sich selbst verdummt. Er weiß nicht, was er sich antut, indem er harte Gesetze auf all seine Umwelt, alles ist reguliert, alles ist abgedeckt mit irgendwelchen Formregeln, aber die Wahrheit der Kraft der Liebe, die auch Formregeln erfüllt aus einer ganz, ganz anderen Motivation, nämlich aus der Verbundenheit mit dem lebendigen Gott, das kennt er doch gar nicht, das weiß er nicht, was das bedeutet, was das ist. Die Freiheit Christi, was ist das überhaupt? Es macht mir Freude zu beten. Ich lese meine Bibel von Herzen gerne. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Das ist aus dem Geist gelebtes Evangelium. Und das bringt ein Pharisäer nie auf die Reihe. Er kann es nicht, weil es nicht in ihm vorhanden ist.